herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerung, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Gibt's nicht, nur doofe Antworten. Laufzeit, sage ich dann 200.000 durch 12.000, 16 Jahre? Nee. Das wäre schön. Nee, keine doofe. Also jetzt machen Sie mal Folgendes. Nehmen Sie mal 100.000, kurz auf den Zettel. Wie viel ist 1% davon? 200. Wie viel? 1000 Euro. Wenn Sie das jetzt jedes Jahr an die Bank zahlen, als Rückzahlung, große mathematische Herausforderung, wie lange würde Ihre Finanzierung dann laufen? 100 Jahre. 100 Jahre, genau. Deswegen heißt es auch immer anfängliche Tilgung. Ja? Wir müssen jetzt mal gucken mit der Zeit. Normal würde ich da jetzt mit Ihnen reingehen und das mal genau berechnen, damit Sie das verstehen, was da abgeht. Ja? Es ist ja so, ich meine jetzt die Kurzform, ja? Weil sonst kommen wir wirklich nicht durch. 100.000, Sie zahlen per 31.12. haben Sie 1.000 Euro abgezahlt. Das heißt, es bleiben noch 99.000 übrig. Ihre Rate an die Bank bleibt aber gleich hoch. Jetzt können Sie sagen, jetzt können Sie sich beschweren, das ist unfair. Er wurde jetzt 1.000 zurückgezahlt. Die Bank sagt aber jetzt anfängliche Tilgung. Das heißt, die ersparten Zinsen, Sie zahlen ja jetzt nur noch die 6% oder die 5% nur noch auf die 99.000. Und das, was Sie dort einsparen, wird zusätzlich in die Tilgung gepackt. Ihre monatliche Rate oder Ihre jährliche Rate bleibt bei 12.000, bei 1.000 Euro im Monat. Aber Sie zahlen im zweiten Jahr einen Tick mehr an Rückzahlung, an Tilgung. Und dadurch dauert das eben keine 100 Jahre, wie wir schon korrekt mathematisch ermittelt haben, sondern bei den aktuellen Zinsen oder bei so einem Zinssatz dauert das ca. 35 bis 40 Jahre. Wenn Sie keine Sondertilgung machen, wenn Sie ja, nicht mehr tilgen und. Das Ganze nennt sich Annuitätendarlehen. Ja? Das ist jetzt mal ein Fachbegriff, da können Sie beim Banker dann angeben. Ja? Annuitätendarlehen. So, das heißt Annuität, das ist das Jahr, da steckt das Jahr drin, das heißt Ihre Rate im Jahr bzw. auf den Monat gerechnet bleibt immer gleich. Ja? Und durch die Ersparnis, dadurch, dass Sie was zurückzahlen, fällt das Darlehen immer mehr und zum Schluss zahlen Sie eben irgendwann fast nur noch Tilgung und fast keine Zinsen mehr. Haben die Banken schon ganz geschickt gemacht, ne? Weil wenn sie dann sagen Sondertilgung, ja, dann haben die am Anfang erstmal ordentlich Zinsen kassiert. Ja, aber es ist das, wie soll ich sagen, es ist das Transparenteste. Ja, gruselig wird es beim Bauspardarlehen oder wenn Sie das mit einer Lebensversicherung finanzieren, dann wird es irgendwann verhältnismäßig unübersichtlich. Das ist erstmal die einfachste, simpelste Form und das ist auch das, was ich Ihnen empfehlen würde, weil das können Sie am besten nachrechnen, am besten nachvollziehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!